Hallo, mein Name ist Boris Erhinowitsch. Ich habe das Vergnügen, das Hörbuch Grimm und Mürchen zu lesen von Stefanie Schneider. Und wir haben Spaß dabei. An einem ganz normalen Nachmittag saß Grimm in seinem Buchladen und dichtete. Der Regen prasselte aufs Dach und trommelte gegen das Schaufenster. Bei dem Wetter verirrte sich kaum jemand hier zu ihm herein. Und so saß er im Sessel neben der vergessenen Palme und kaute an seinem Bleistift. »Ich bin allein«, kritzelte er in sein Dichtungsheft, »aber das macht nichts. Es gibt eben Wetter zum Verkaufen von Büchern und Wetter, um sie zu schreiben.« Das da draußen war eindeutig Schreibwetter. Er legte den Stift beiseite und trat ans Schaufenster. In den Regalen um ihn herum standen und lagen Bücher. Auch neben der Kasse und auf dem kleinen goldenen Tischchen in der Ecke, ja selbst auf dem Fußboden, stapelten sie sich. Es waren so viele, dass selbst der längste Regentag nicht ausgereicht hätte, um sie alle zu lesen. Grimm schaute hinaus auf den Dorfplatz. Die Welt war sehr leer und tropfnass an diesem Nachmittag. Er seufzte. »Es wäre schon schöner, wenn jemand bei mir wäre.« »Worum geht es in dem Buch?« Wie in jedem Kinderbuch geht es der Autorin nicht nur um die Abenteuer, sondern was sie bedeuten. Spielen und kreativ sein geht nicht mit einem festen Zeitplan und mit Pflichten. Und so erfindet sie den Buchhändler Grimm, der alleine dasitzt und von einem kleinen Zesel, einer Mischung aus Esel und Zebra, besucht wird, der nichts anderes vorhat, als immer zu spielen. Egal mit was. Und vergisst darüber völlig die Zeit. Das ist genießen. Und das wird vorgelebt. Und es macht total Spaß. Die Geschichte, die mir dabei am meisten gefiel, war, glaube ich, die Raketengeschichte, weil ich da endlich verstand, worum es in dem Buch geht. Und die Geschichte, die ich besonders mochte danach, war die Nussecke, weil ich nach dem Lesen pappsatt war, obwohl ich keine Nussecke gegessen hatte. Grimm wusste nicht recht, was er sagen sollte. Jemand, der hieß wie ein Gemüse, war ihm noch nie begegnet. »Willkommen«, murmelte er und schüttelte den Huf. »Ich bin Grimm.« Der kleine Besucher nieste noch einmal. Da sagte der Buchhändler schnell, »Du bist ja ganz nass, kann ich dir einen Teller heiße Suppe anbieten? Sowas ist gut gegen Erkältung«, erklärte er, »und diese duftet ganz besonders lecker. Fehlt nur noch ein Mürchen«, schlug der kleine Besucher vor und legte den Kopf schief. »So ein Zesel ist ein sonderbares Tier, doch das Mürchen selber kann ja nichts dafür. Weich und grau und ziemlich klein und mit Ringelpiez am Bein zieht es heute bei uns ein. Das ist Mürchen, der kleine Zesel mit dem gestreiften Öhrchen.«